So, also das ist die Keynote. Raspberry Pi Kuchen gefällig. Es sind ein paar Folien von der Keynote in Anführungszeichen Ende August an der Uni, wo das erste Treffen gewesen ist. Jetzt hat man mir aber gesagt, es sind ein paar da, die auch damals da waren. Deswegen soll ich gefälligst ein paar neue Folien machen, damit es für die nicht langweilig wird. Nichtsdestotrotz wird es 2 oder 3 Folien geben, die auch damals schon gekommen sind. Ich hoffe, das sind die, auf die man sich dann aber auch ein bisschen freuen kann. Also Keynote, ich habe keine Ahnung, was eine Keynote ist. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt mal kurz einen Schlüssel. Da haben wir das Thema auch erledigt, ja? Gut. Okay. Beim ersten Treffen hatten wir auch. Bitte? Also. Hatten wir teilweise noch nach einem Alibi gesucht, warum wir uns getroffen haben. Warum gibt es Leute, die überhaupt was mit dem Pi machen wollen? Was hat der Pi, was andere Hardware nicht hat? Ist er so klein? Kann man mit ihm schöne Dinge machen oder sowas? Also da hat man vielleicht noch ein bisschen Begründungsprobleme gehabt, warum man das eigentlich machen möchte. Das brauchen wir heute eigentlich gar nicht mehr machen, denn der Pi spricht für sich selber. Ich habe gerade mal geguckt, vor kurzem kam die Anzeige, es sind quasi schon 1 Million Stück verkauft. Wer hätte das gedacht? Am Anfang hat man monatelang warten müssen. Man hat sich schon richtig stolz gefühlt, wenn man überhaupt die Berechtigung bekommen hat, einen bestellen zu dürfen. Und jetzt scheint das im Wesentlichen etwas entschärft zu sein. Also von daher ist das an der Stelle ruhig geworden. Wenn wir uns noch was anderes anschauen, dann stellen wir fest, gibt man Raspberry Pi bei Google ein, melden, haben wir schon 24 Millionen Hits, diverse Advertiser und viele andere Sachen. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Gründe, irgendwas mit dem Raspberry Pi zu machen. Einer, warum es wahrscheinlich Informatiker immer wieder erwischt, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen, ist halt die Beobachtung, er ist sexy. Ja, und das sind die Folien, die ich auch schon im August aufgezeigt habe. Ich meine nämlich nicht dieses sexy, sondern ich meine dieses sexy. Also was Informatiker halt sexy finden. Eine schöne Platine, schöne Farben, Chips drauf, Anschlüsse und viele, viele andere Dinge. Da wird das Herz warm, da freut man sich als Informatiker und will irgendetwas damit tun. Ja? Also zumindest könnte man glauben, dass das der Grund ist, warum man mit dem Pi was machen möchte. Er ist natürlich auch billig, kostet mal gerade ein paar Euro. Wenn man sich das Starter-Set noch dazu kauft, hat man mit 50 Euro einen kleinen Computer und kann viele tolle Dinge mit dem tun. Das Witzige ist, so klein er auch ist, er ist Hightech im wahrsten Sinne des Wortes, etwas, das man sich vor einigen Jahren noch nicht hat träumen lassen, dass man so viel Computerleistung für so wenig Geld auf so wenig Raum hinbekommt. Er ist das, was man technisch als System on a Chip bezeichnet. Das heißt, im Wesentlichen besteht der Computer aus einem einzigen Chip. Und der Rest der Fläche nehmen Leiterbahnen ein, die man braucht, um die riesengroßen Stecker anzuschließen. USB-Stecker, HDMI-Anschluss und all das Zeug. Das nimmt den Großteil des Raums ein. Aber die CPU, der Grafikprozessor, der eventuell da ist, I/O-Controller, Speicherverwalter, AD-Wandler oder sowas, das ist alles auf einem Chip drauf, den man da praktisch dabei hat. Und so ist das auch beim Pi. Und das können wir halt seit einigen Jahren bauen. In der Mitte sehen wir den Prozessor. Der ist als Sandwich über dem Speicherbaustein gelötet und drumherum sind nur noch die Anschlüsse. Ethernet-Anschluss, USB-Anschluss. Wir können HDMI und Full HD betrachten. Wir haben die Möglichkeit, eine Festplatte anzuschließen. Das nennt man hier SD-Karte. Aber wir können die natürlich auch über USB und andere Anschlüsse verbinden. Also ist alles drin. Der war mal gedacht als möglichst billiger Computer, um Schülern und anderen Menschen, die sich halt keine teuren Desktops kaufen wollen, die Möglichkeit zu geben, etwas wärmer mit dem Computer zu werden. Man hat den, kann damit rumbauen. Und seitdem das da halt seit einem guten Jahr gibt, sind die Nerds und Informatiker extrem erfindungsreich geworden, haben die tollsten Dinger gemacht, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gibt sie als Media Streamer, es gibt sie als Tablet-Computer, als Home-Automation-Systeme, als Car-Computer, also Computer, die im Auto irgendwo rumdümpeln. Und wir haben teilweise Leute, die irgendwas davon gebaut haben. Es gibt sie als Robotersteuerung. Also wenn Sie genau gucken, da ist ein Raspberry Pi oben drauf. Es gibt Leute, die wollen den Pi ins Weltall schicken. Die Voyager hatten jetzt noch nicht, aber einer der nächsten Satelliten wird unter Umständen Raspberry Pi haben. Was ganz cool ist, was ich gefunden habe, eine kleine Flipperstation. Und wenn man genau hinguckt, hinten dran ist der Pi. Ja, der Rest sind dann diverse Ausgabegeräte.
um halt Spaß damit. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht, an dem kleinen Dings da rumzuspielen, aber schön ist es bestimmt. Wir können auch in die andere Ecke gehen. Es gibt Supercomputer, die aus sage und schreibe 64 Pi-Computern bestehen, die über einen Switch miteinander verbunden sind. Naja, also es sieht schön aus, insbesondere das Lego-Gehäuse ist unheimlich attraktiv und könnte halt entsprechend Spaß machen. So, im Rahmen von der Keynote war das halt so diese Einführung, was ist das Tolle am Pi, aber eigentlich brauche ich das, glaube ich, gar nicht motivieren, weil die meisten wissen das selber und sind deswegen hier. Wer besitzt denn schon einen Pi? Sehen Sie? Warum sitzen Sie nicht auf der Seite? Es sieht so aus, als ob das hier die Nicht-Pi-Seite ist und das die Pi-Seite. Naja, egal. Lassen wir mal dahingestellt sein. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich jetzt noch ein bisschen was erzählen darf, wobei ich insgesamt wahrscheinlich nicht so viel brauche wie ursprünglich geplant. Dadurch kann ich die Verzögerung wahrscheinlich wieder reinholen. Wir haben noch einen ganz eigenen Grund, den ich kurz vorstellen möchte, und das wäre jetzt was ganz, ganz anderes. Findet zwar nicht in Neuseeland statt, obwohl es sehr schön ist, aber das komische Ding, was da im Vordergrund drin ist, das interessiert uns ein bisschen. Wir wollen nämlich eine Segelregatta veranstalten. Das Ganze wird gefördert von der Nikolaus-Koch-Stiftung hier in Trier und das Ziel ist es, Informatik Schülerinnen und Schülern näher zu bringen und denen halt die Möglichkeit geben, spielen zu lernen, Techniksysteme aufzubauen, die halt mit der realen Welt interagieren. Die sollen als Team etwas machen und sollen in einen gesunden und schönen Wettbewerb gehen, um halt den Besten von vielen auszusuchen. Und da haben wir halt lange Zeit drüber nachgedacht und haben den Vorschlag gemacht, wir machen eine Segelregatta. Jetzt ist natürlich Trier nicht so die ideale Location für eine Segelregatta, zumindest was richtige Segelschiffe angeht. Ja, aber die Schiffe, die ich meine, haben ungefähr eine Masthöhe von 1 Meter und können als Katamarane autonom von einem Pi gesteuert werden. Nicht, dass wir die schon haben, aber wir wollen sie mal kriegen. Ja? Und der Austragungsort für die Regatta, das soll das Wasserband sein. Da habe ich jetzt mal einen Google-Snapshot genommen. Wer das erkennt, obwohl das Satellitenbild, man glaubt es kaum, schon so uralt ist. Überall dort, wo braun ist, stehen jetzt Häuser. Also da, wo der Schriftzug ist, ist es auch braun, aber da ist Wasser. Ja? Das zwar üblicherweise blau ist, aber da ist ein langes Wässerlein oben auf dem Petrisberg, nicht weit vom Campus 2 entfernt. Und da wollen wir die Regatta veranstalten. Das Ziel ist es, auf der einen Seite sowas wie einen Leuchtturm hinzustellen. Das kann eine Ultraschallbarke sein, das kann eine Infrarotbarke sein. Das wissen wir so genau noch nicht. Auf der anderen Seite stellt man die Schiffchen ins Wasser und dann fangen die an zu laufen. Deren Ziel ist es, den Abstand zum Leuchtturm zu reduzieren. Ja, also wir sind noch nicht so ehrgeizig, dass wir auch das Ding erreichen oder sowas. Es reicht doch schon mal, wenn sie den Abstand verkürzen. Und sind halt, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 10, 9, irgendwelche Anzahl Schiffchen. Diese Schiffchen werden von Firmen gesponsert. Es gibt schon einige Firmen, die dazu gesagt haben, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir noch mehr finden. Und diese Schiffe stehen dann Gruppen von Schülern zur Verfügung, die halt von der Schule kommen oder auf andere Art und Weise so eine Gruppe bilden. Und die müssen quasi den Raspberry Pi, der da drauf sitzt, programmieren. Der Pi hat dann Zugang zu den entsprechenden Ein-Ausgabesystemen, was Sensoren und Aktuatoren wären. Die Sensoren, die wir haben, sind einmal sogenannte Verklicker. Die sagen mir, wie stark der Wind ist und von wo er kommt. Dann sind es solche 3-Achsen-Beschleunigungschips, die mir sagen, wie stark ist das Schiff geneigt. Und dann halt noch eine möglichst kostengünstige Strategie, um zu erkennen, dass sich vor mir nichts irgendwas anderes als Wasser befindet, um dann eventuell dagegen zu steuern. Dann haben wir die Möglichkeit, das Schiff zu steuern, aber da es ein Segelschiff ist, wird es dann im Wesentlichen über das Segel gesteuert, wobei manche bei uns dann noch etwas vorsichtig sind und noch an eine Notlösung im Sinne von einem fernsteuerbaren Motor denken. Das sind dann die, die einfach zu viel Angst haben. Aber man hat keine Lust, jedes Mal, wenn das mit der Steuerung nicht klappt, in das Wasserband zu warten und sich die Beine dreckig zu machen, um das Schiffchen wieder rauszubekommen. Gut. Die sollen mit den anderen nicht kollidieren, die sollen nicht sinken, man soll sehr viel Spaß haben. Es ist dann hoffentlich ein Sommertag, wo diese Schiffchen da rumschwirren.
Die Firmen lassen sich sehr gut davon überzeugen, das zu machen, denn so ein großes weißes Segel ist die ideale Werbefläche für das Logo der bezahlenden Firma. Und dann stelle ich mir einfach vor, dass wir ganz tolle Yachten auf diesem Wasserband da langschippern sehen, die irgendwelche tollen Dinge machen, die Leute haben Spaß dabei und die Jugendlichen, die programmieren halt vielleicht auch. Was hat das aber mit Raspberry Pi, dem Pi and More zu tun? Das kommt jetzt gleich. Wir haben da jetzt gerade angefangen. Ja, also es sind zwei Diplomarbeiten gerade damit beschäftigt, den Prototypen zu entwerfen. Die sind auch hier. Das sind zwei, die im Rahmen eines Praktikums eine virtuelle Realität geschaffen haben, wo wir dann quasi unsere Schiffchen simulativ mit unseren Algorithmen ausprobieren können, wo wir auch drüber chatten können, um sowas wie eine Art soziales Netzwerk aufzubauen, die dann über die Zeit hinweg das Ganze nutzen möchten. Und wir sind jetzt demnächst dabei, das Reglement festzulegen, also maximalen Tiefgang, maximale Größe des Kiels, Größe des Segels und so weiter, Ausstattung der Hardware. Natürlich könnten irgendwelche Gruppen der Meinung sein, einen von diesen Raspberry Pi Supercomputern auf den Katamaran zu bekommen mit 10 oder 12 Prozessoren, die dann verteilt das Ganze steuern. Die haben natürlich einen technischen Vorteil, das müssen wir einschränken. Bei der ersten Regatta werden wir ganz einfach fahren und wenn es dann so einschlägt, wie ich das vermute, müssen wir uns 2016, 17 mit Hunderten von Bewerbern rumschlagen und da machen wir dann verschiedene Kategorien und all das. Nee, das war Spaß. Gut. Okay, also das ist das, was wir jetzt machen. Der weitere Zeitplan sieht folgendermaßen aus. Es wird demnächst offiziell angekündigt. Es wird Poster geben und dann entsprechende Newsletter, um interessierte Leute da irgendwie zu informieren. Wir sind schon auf der Sponsorensuche, haben wie gesagt schon ein paar gefunden. Suchen nicht mehr viele, also es sollte am Anfang nicht allzu wild sein. Dann kommt die offizielle Ausschreibung rechtzeitig vor den Sommerferien, sodass die Schulen dann schon ihre Teams bilden können und damit die Schüler und Schülerinnen dann loslegen können, was das ganze Zeug hält. Die Regatta selber ist dann noch in einem guten Jahr, also August, September 2014, dann, wenn das Wetter relativ stabil ist, dann findet die erste wirkliche Segelregatta durch autonom gesteuerte Segelschiffchen dank dieser süßen kleinen Raspberry Pis statt. Und wir trauen uns das halt zu, kann Größenwahn sein. Andererseits ist es nicht so schlimm, wenn so einer kaputt geht und der Katamaran halt dann doch mal kentert oder so, dann sind halt 30 Euro kaputt, das gibt Schlimmeres. Aber wir sind da guter Dinge. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich der Meinung bin, das hat auch was mit dem Pi and More Problem, mit der Gruppe zu tun. Ich erhoffe mir halt, dass die Leute, die hier in dem Pi and More sich seit letztem Jahr organisiert haben und halt sagen, uns interessiert das Ganze mit diesem kleinen Computer rumzubauen und wir sind Fachleute, weil wir vom Background her Informatiker sind oder aus anderer Quelle uns halt mit der Sache auskennen, dass der eine oder andere vielleicht Spaß daran findet, die Schüler zu betreuen. Ja, weil die werden natürlich schon das eine oder andere Problem haben, wie sie so einen Infrarotsensor ansteuern, wie sie mit einem AD-Wandler das Ruder bewegen und sowas. Das sollen die alles selber machen. Das kann klappen, aber ab und zu werden sie halt auf professionelle Hilfe angewiesen sein. Und da wäre es halt schön, wenn es den einen oder anderen hier in dem Raum gibt, der dann sagt, oh, ich bin Mentor, also ich habe kein Problem damit und würde mich freuen, der Gruppe zu helfen und die auf dem Weg zum Ziel zu begleiten. Ja? Und deswegen will ich einfach das Ganze schon mal anmelden. Natürlich will ich auch ein bisschen an dem Ehrgeiz der ganz besonders großen Bastler hier kitzeln, die Pi and More-Truppe vielleicht auch ein eigenes Schiff auf die Beine stellen will. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann halt auch nochmal mit ihren Speziallösungen arbeiten. Ich kann auch schon versprechen, dass höchstwahrscheinlich die ETH Zürich sich der Sache auch stellen wird. Und es wird auch von der ETH ein Kampfschiff geben, das mit ausgeklügelten Algorithmen versucht, das Ziel zu erreichen. Und das sollte natürlich jedem halbwegs ernsthaften Informatiker in seiner Ehre berühren, dass das die Schweizer auf keinen Fall auf dem Podest Platz 1 schaffen, sondern dass wir das hinkriegen. Ja? Das ist also die Idee dahinter. Ich hoffe einfach, dass wir anderthalb Jahre lang Spaß haben. Diese Segelregatta wird auch die Pi and More Jams, die es in Zukunft gibt, immer wieder begleiten. Wir würden dann immer wieder so einen kleinen Vortrag halten, was ist der Stand der Dinge, was ist noch zu lösen, welche Probleme könnten wir noch angehen oder sowas und auf diese Art und Weise jeden, den es halt interessiert, zu informieren. Und wer intensiver in irgendeiner Form mit uns da zusammenarbeiten möchte,
der mag sich gerne bei mir melden. So, und damit bin ich schon bei der letzten Folie angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen noch viel Spaß heute Abend in diesem großen Jam, wo gelötet wird, wo gebaut wird, wo LEDs flackern und wo alle Leute einfach glücklich sind und diese extrem spannend aussehenden Pie-Kuchen auch gegessen werden. Von daher, vielen Dank. Das war's.